Erstmal schönen guten Tag. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Kai Gärtner. Ich bin hier am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, Projektleiter für das Projekt Decide. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen zu erklären, was wir da machen. Und zwar haben Sie alle einen Umschlag bekommen. Meistens haben Sie schon aufgemacht. Da sind zwei Abstimmungskarten drauf. Und da werden wir auch gleich mal ein bisschen spielen. Es gibt auch was zu gewinnen. Also würde ich mich freuen, wenn alle mitmachen. Genau. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Digitalisierung und Demokratie und was kann man da so machen. Und wenn man an digitale Demokratie denkt, ich weiß nicht, die einen oder anderen haben es schon mal gehört in den letzten Monaten, die EU-Konsultation zum Thema Sommer- und Winterzeit abschaffen war ja relativ groß auch in den Medien. Ich weiß nicht, wer hat davon schon mal gehört, vielleicht der ein oder andere. Genau, das ist so ein Weg, den man gehen kann. Anderer Weg, man macht halt klassische Verfahren, die jetzt eher auf basisdemokratischen Prinzipien beruhen, wie die Schweiz. Ist ja sicher auch immer bekannt, dass die Schweiz sehr viele Volksbefragungen macht zu verschiedenen Themen. Die machen das halt noch ein bisschen analog. So, und was wir halt machen wollen, ist gucken, erstmal, was kann man digital tun. In Deutschland gibt es da auch schon ein paar Ansätze. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere diese E-Petition des Deutschen Bundestages kennt oder das Portal meinberlin.de, wo man sich beteiligen kann. Das sind halt häufig Konsultationsverfahren. Unser Schwerpunkt ist hauptsächlich im Abstimmungsbereich. Also wir wollen die Leute wirklich abstimmen lassen. Und bei all den bisherigen, die ich genannt habe, Verfahren, gibt es immer so ein paar Probleme, die wir versuchen anzugehen. Ein Problem ist, Ein Problem dabei ist, dass es relativ häufig solche Verfahren gibt und wenig Informationen darüber bekannt sind. Wer das E-Petitionsportal des Bundestags kennt, da sind aktuell 81 Petitionen, die laufen. Das höchste hat irgendwie so 3000 Unterzeichnerinnen. Also es ist eher unbekannt. Beim europäischen Konsultationsverfahren hatten wir ein bisschen anderes Problem. Da waren die Wahlbeteiligungen zwar recht hoch, aber davon waren dann irgendwie 70% aus Deutschland und der Rest verteilte sich dann so auf die anderen Staaten innerhalb der Europäischen Union. Und dann haben wir, deswegen die Schweiz noch dabei, das nächste Problem, wenn wir zu oft Leute demokratisch einbeziehen wollen, kann das auch so ein bisschen zu einer Ermüdung führen. Also in der Schweiz, ich habe mal nachgeguckt, gibt es ungefähr 10 Abstimmungsverfahren an 4 Terminen im Jahr und die Beteiligungsrate liegt so irgendwie zwischen 34% und 54%. So. Und was wir machen wollen, ist den Zufall ins Spiel bringen. Und ich weiß, das klingt ein bisschen gruselig, aber ich würde es gerne mal mit Ihnen hier probieren. Und zwar, dafür sind jetzt die Karten. Und da stehen Nummern drauf. Und blau ist für ja und rot ist für nein. Und ich würde jetzt einfach mal bitten, alle, die eine gerade Nummer haben, ihre Meinung abzugeben zum Thema, soll das Tempelhofer Feld der Rand bebaut werden, um neuen Wohnungsraum zu schaffen? 1, 2, 3, 4, 5 mal nein und 1, 2, 3 mal ja? 4 mal ja? Achso, ja, dann bin ich zu spät. Rot ist nein. Genau. Was habe ich gesagt? Ja. Das ist nein, genau. 3 mal ja, 5 mal nein, okay. Und als zweite Frage, jetzt würde ich gerne mal bitten, die anderen, die jetzt gerade nicht abgestimmt haben, über die Frage zu entscheiden, wie sieht es aus, das ist ja gerade der Plan, die Friedrichstraße zwischen Leipziger Straße und unter den Linden an Wochenenden in den Sommerferien autofrei zu machen. Wer findet, das ist eine gute Idee? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gegen 3. Sehr schön. So, das war jetzt mal etwas spielerisch das Prinzip, was wir versuchen anzustreben. Und zwar, man fragt nicht immer alle, man fragt einfach zufällig ausgewählte Teilgruppen, das haben wir jetzt hier sehr simpel simuliert, und lässt die dann darüber abstimmen. Und das Schöne ist an der Mathematik, dass wenn man die Stichproben groß genug wählt, dann kann man da auch ziemlich sicher sein, dass das
dass die Aussage repräsentativ ist für alle. So. Das war jetzt ein bisschen aufwendig, weil wir müssen hier Zettel austeilen, wir müssen Briefumschläge machen, man könnte das halt verschicken oder man macht es wie in der Schweiz, man macht feste Termine im Jahr. Wäre natürlich schön, wenn man das digital macht. Und jetzt kommen wir endlich zu diesem E-Identifizier-Teil, den meine Kollegen da als Titel für das Projekt aufgeschrieben haben. Was wäre, wenn man das Ganze mit dem Handy machen könnte? Und zwar einfach sein Telefon und seinen Personalausweis nehmen und sagt, ich melde mich irgendwo an. Und jetzt steht eine größere Entscheidung an, auf Bundesebene, auf Landesebene, in dem Bezirk, wo ich wohne. Und jetzt wird abgestimmt und ich bin einer, der ausgewählt wurde und kann in dieser App Ja oder Nein stimmen. Und ich komme auch nicht in die Gefahr, dass ich irgendwie ständig gefragt werde, weil, wie gesagt, aktuell Petitionen im Bundestag sind 81, die laufen. Auf meinberlin.de, was auch so ein Beteiligungsportal ist, sind gerade 35 Verfahren, die für ganz Berlin offen sind. Dadurch, dass man halt zufällig die Leute auswählt, überfordert man sie auch nicht. Man möchte ja auch, wenn man so eine Entscheidung treffen kann, sich ein bisschen darüber informieren, was dazu lesen. Und wenn ich da irgendwie 20 Entscheidungen im Monat treffen muss, dann wird das langsam recht viel. So, das ist das Grundprinzip unseres Projekts. Und wie machen wir das jetzt praktisch? Wir haben einen Partner in der Schweiz, ein Unternehmen, die sich mit genau diesem Thema digitale Identitätslösungen beschäftigen. Und mit denen zusammen sind wir gerade dabei, einen Feldtest vorzubereiten. Wir hatten schon einen kleineren Feldtest an der Humboldt-Universität im Januar diesen Jahres. Dort wird man quasi dann die App runterladen können in einer Organisation, mit der wir zusammenarbeiten, die das zum inneren Entscheidungsfindungsprozess benutzen will, wird dann ausgewählt und kann über diese App abstimmen. Und warum machen wir das Ganze? Die Idee dahinter ist, diese Thematik digitale Identitätslösungen ist gerade so relativ stark in der Entwicklung. Also viele kennen vielleicht Estland, da wird sehr viel mit den Personalausweisen und deren elektronischen IDs gearbeitet. In Deutschland versucht man das jetzt schon ein paar Jahren mit dem digitalen Personalausweis. Ich weiß nicht, wer von Ihnen weiß, dass man damit sich auch online verifizieren kann. Na, doch einige. Wer hat damit schon mal sich erfolgreich irgendwo verifiziert? Zwei, gut, das ist schon mehr als erwartet. Genau, das ist halt immer noch so ein bisschen schwierig. Wir sind als Forschungsinstitut erstmal daran interessiert, sind die Leute bereit, sowas anzunehmen? Und dann natürlich diese große Frage des Random Sample Votings ist natürlich auch erstmal ein Prozess, den man, wenn man das erste Mal hört, und ich habe in dem Fach Sozialwissenschaften studiert, klingt das erstmal fragwürdig. Aber inzwischen ist die Idee wieder aufgegriffen worden. Die Idee gibt es schon relativ lange schon. Die alten Griechen haben für bestimmte Entscheidungen oder Wahl von Räten das sogenannte Sortition eingesetzt. Und in den letzten Jahren wurde es auch immer populärer. Also in Irland gibt es jetzt ein Assembly, was sich über ein ganzes Jahr trifft, wo die Mitglieder zufällig ausgewählt werden von der ganzen Bevölkerung. Ich habe es auch schon in Berlin auf kommunaler Ebene gesehen, dass Entscheidungen, die in einem Konsultationsverfahren geführt wurden, dann zur weiteren Legitimation an Bürgerinnen geschickt wurde, die per Zufall aus dem Melderegister gezogen wurden. Das war in Berlin-Lichtenberg vor einigen Jahren. Da wurden dann 10.000 Leute per Post angeschrieben. Ist dann halt wieder dieser klassische Weg. Und wir sind uns durchaus darüber im Klaren, dass digitale Identifikationstools noch nicht sehr verbreitet sind, gerade in Deutschland. Aber wir gucken halt immer so ein bisschen in die Zukunft und wir hoffen einfach, dass es eines Tages diese Möglichkeit gibt, die Bürgerinnen sich digital ausweisen können und man das dann vielleicht nicht nur auf einer Landeslösung basiert oder auf einer regionalen Lösung hat, sondern vielleicht sogar auf einer europäischen oder, wenn man ganz weit träumt, in die Zukunft sogar auf einer internationalen Ebene hat. Und da gibt es gerade sehr viele Projekte, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Wir sind eins davon. Wir gucken uns das natürlich ein bisschen aus der wissenschaftlichen Seite an, wobei wir momentan halt erstmal gucken, dass unser Prototyp funktioniert. Soweit erstmal zu dem, was wir tun.